GoodNotes ersetzt eigentlich mehrheitlich den Hellraumprojektor. In der Übersicht kannst du über das Plus oben links ein neues Notizbuch erstellen oder auch über den Import-Dialog eine Datei importieren, zum Beispiel ein PDF oder ein Bild, auf dem du deine Annotationen anbringen möchtest. Ich erstelle also ein neues Notizbuch und ich kann hier einen Umschlag wählen und die Papierart. In diesem Fall wähle ich jetzt unter Standard A4 Blankopapier. Ich gebe einen Titel. Und zugleich ist es bereit. Ich kann es noch hier beschriften. Du siehst, der Apple-Stift ist bereits gekoppelt. Hier, wenn ich erneut drauf tippe auf das Stiftsymbol, so kann ich die Strichdicke und die Farbe noch anpassen. Und diese Einstellungen kann ich auch speichern. Lass ich mal. Und mit einem Wisch mit zwei Fingern bin ich bereits auf der ersten Seite und hier kann ich zu schreiben beginnen. Natürlich mit zwei Fingern kannst du an eine beliebige Stelle zoomen. Es gibt verschiedene Funktionen, die dir das Schreiben und Annotieren erleichtern. Zum Beispiel gerade in der Mathematik kannst du über dieses Symbol hier gerade Linien ziehen. Hier habe ich kurz abgesetzt, deshalb möchte ich den letzten Schritt wieder rückgängig machen und erneut eine Linie zeichnen. Das geht auch für andere geometrische Figuren wie Quadrate. Sobald du den Anfangspunkt wieder erreichst, wird die Figur geschlossen, genauso für den Kreis. Beim Schreiben von längeren Texten empfiehlt sich allenfalls die Zoom- oder Textfunktion. Hier siehst du den Ausschnitt, wo der Text begonnen werden soll. Du kannst über das Zahnradsymbol noch den Einzug einstellen. In diesem Fall möchte ich da, dass es immer unter meinem Titel beginnt. Und wenn ich jetzt zu schreiben beginne, so wird das sehr hässlich. Warum? Ich habe hier immer noch die Geometriefunktion eingestellt. Ich wähle den Radiergummi. Auch bei dem hast du, wenn du lange drauf gehst, noch Optionen. Du kannst die Dicke, die Form bestimmen und du kannst auch einstellen, dass automatisch die ganze Linie gelöscht werden soll, wenn du sie einfach nur berührst. Also so musst du nicht mal wirklich darüber fahren. Also in diesem Fall bin ich nun bereit. Jetzt erreiche ich quasi das Ende dieses Ausschnitts, aber ich kann hier in diesem hellblauen Bereich einfach wieder weiterschreiben. Immer in diesem farbig unterlegten Bereich springt es wieder zurück und über diese Tasten hier kannst du eine Zeilenschaltung einlegen bzw. auch den Ausschnitt hier noch anpassen. Die App hat eine Handschrifterkennung, die ist recht faszinierend. Wenn du etwas suchst, zum Beispiel zusammen. Diese Suche hebe ich nun wieder auf und verlasse diesen Zoom-Modus. Die weiteren Werkzeuge sind wahrscheinlich ziemlich selbsterklärend. Du hast den Marker, um Elemente im Text herauszuheben. Das ist natürlich vor allem bei PDFs und so praktisch.
Dann hast du das Lasso-Symbol, um gewisse Elemente auszuwählen und zu verschieben. Wenn du erneut drauf tippst, hast du verschiedene Möglichkeiten, was du mit diesem ausgewählten Element machst. Du kannst die Farbe ändern, es umwandeln, du kannst ein Bildschirmfoto davon erzeugen und so weiter und so fort. Sehr faszinierend an diesem Lasso-Werkzeug ist auch, wenn du einen Text markierst und lange drauf gehst, mit Umwandeln siehst du, so wird das Schriftbild erkannt und in einen digital lesbaren Text umgewandelt, den du weiterverwenden kannst, zum Beispiel auch in einer anderen App. Das nächste Werkzeug, da verlässt du einfach den Annotationsmodus. Das brauchst du, um an eine andere Stelle auf dem Blatt zu kommen, indem du den Stift benutzt. Über das Plus-Symbol kannst du ein Bild aus einem Cloud-Dienst einfügen, ein Textfeld, das du mit der Tastatur schreibst, auf dem Blatt platzieren. Und du kannst weitere Seiten oben oder unten einfügen. Das ist dann manchmal praktisch, wenn du in einem längeren PDF dazwischen handschriftliche Notizen einfügen möchtest.